Servus Leute, im Laufe des Lebens sammelt jeder Mensch Erfahrungen, mal schöne, manchmal schlechte, manchmal aber auch unerklärliche. Auch ich habe bereits Erfahrungen mit unerklärlichen Dingen. Heute möchte ich euch mal erzählen, was mir so passiert ist. Ich schwöre auf die Echtheit meiner Erfahrungen. Lehnt euch zurück und viel Spaß. Das erste Mal ist mir etwas mit circa 8 Jahren passiert. Wir hatten damals ein Doppelbett und ich schlief oben. Als Kind habe ich nie Gestalten oder sowas gesehen. Geschweige denn von Monstern unter dem Bett oder im Schrank. In jener Nacht bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und habe mich aufgerafft. Ich blickte ins Zimmer. Was ich da sah, hat mir so einen extremen Schock gegeben. So eine große Angst hatte ich noch nie in meinem Leben. In meinem Zimmer stand eine weiße Katze auf den Hinterbeinen mit geschlossenen Augen und einem Pfarreranzug. Die Katze war vom Boden bis zur Decke groß, das sind ungefähr 2 Meter und 30 Zentimeter. Ich versteckte mich sofort unter der Decke und schrie wie verrückt nach meiner Mutter. Als sie endlich reinkam, sagte ich unter der Decke, dass da jemand im Zimmer ist. Sie jedoch sah aber nichts. Bevor ihr jetzt denkt, dass es nur eine Schlafparalyse war, muss ich euch enttäuschen. Letztens erst habe ich diesen Vorfall meiner Oma erzählt, weil wir in diesem Moment über mysteriöse Sachen redeten. Sie lebt im selben Haus, aber mehrere Stockwerke drüber. Sie erzählte mir, dass sie sowas auch gesehen hat. Sie erzählte mir, dass sie ins Treppenhaus gegangen war und zwischen den Treppen hinunterschaute und dort im untersten Stockwerk, also im Keller, ebenfalls eine große braune Katze sah, die nach oben schaute. Jedoch hat hier keiner eine braune Katze und die Tür ist immer geschlossen. Also ich finde das schon etwas angsteinflößend, so riesen Katzen, die einen anstarren. Meine zweite Erfahrung spielte vor circa 4 Jahren ab. Damals schlief ich mit meinem Bruder bei einem Verwandten auf der Couch. Das Sofa sah sehr alt aus. Mein Bruder ging früher schlafen als ich. Als ich dann schlafen wollte, schlief er bereits. Ich legte mich hin. Nicht mal 10 Minuten später hörte ich ein Kratzen von unter dem Bett, das sich ungefähr so anhörte. Mein Verwandter hatte jedoch keinerlei Haustiere oder sonst etwas, was diese Geräusche machen konnte. Ich fragte meinen Bruder, ob er das gerade eben auch hörte. Ich bekam keine Antwort. Die dritte und letzte ist etwas kürzer. Wir saßen vor 5 Jahren oder so alle zusammen auf der Couch und schauten Fernsehen. Irgendwann flog ein Glas herunter. Das Glas lag kaputt im Abstellraum. In dieser Zeit befand sich aber niemand in diesem Raum. Zudem stand das Glas auf dem obersten Regal, wo eh kaum jemand rankam. Und es stand ganz dicht an der Wand. Das sind ja so die gruseligsten Momente in meinem Leben gewesen. Es gibt noch viele andere, die aber nicht so spektakulär sind. Von in der Nacht fliegenden Objekten, die sich nicht bewegten, aber Geräusche von sich gaben, bis hin zu Schreie von draußen in der Nacht. Schreibt mir eure Erfahrungen in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr so erlebt habt. Bitte erfindet nichts. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch dazu schreiben, ob ich es eventuell in einem zukünftigen Video erzählen darf. Naja, gebt diesem Video einen Daumen hoch, wenn ihr heute Nacht keine 2-Meter-Katze in eurem Zimmer haben wollt. Das war's von mir, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video.